Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Bevor das Video losgeht, gibt es aber noch eine kleine Werbung. Die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. So, da sind wir wieder. Wir stehen auf. Wir begeben uns auch außerhalb der Signalreichweite. Permanent. Also wir haben wieder so eine tolle, buggige Einblendung. Die hoffentlich nach einer Schnellreise weg ist. Können wir die Reise bitte überspringen? Verdammt. Lass es klappen. Konzentrier dich. Achte auf die Straße. Das sagst du so leicht. Das ist mein Neffe da draußen. Ja, ich weiß. Wir finden ihn, River. Ach, wenn ich früher gewusst hätte, wie er sich gefühlt hat, was ihn beschäftigt hat. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin sein Onkel, wie. Und ich war nicht für ihn da. Und? Ich kenne meinen Onkel auch nicht. Fuck! Wer ist mein Onkel überhaupt? Keine Ahnung, weiß ich nicht mal. Ich weiß es nicht mal. Ich muss jetzt echt hart überlegen. Moment. Wer ist denn mein Onkel? Boah. Halt durch, Randy. Keine Ahnung. Bitte halt durch. Ah, doch. Doch, einen kenne ich. Und die anderen, keine Ahnung. Können wir die Reise überspringen? Ja. Dann geht dieser komische Bug da auch weg. Oder auch nicht. Jo, wie fährt der denn? Festhalten! Boah, da sind überall Minen. Das ist die Farm. Wir sind richtig. Schnell! Die Türme sind an! Steuerung muss im Haus sein! Boah, ich hab dich schon längst gehackt. Ich hab dich doch schon längst gehackt, mein Freund. Noch eine. Da hinten sehe ich noch zwei. So, da hinten sehe ich noch eine. Nice. Okay, haben wir noch irgendwo Minen? Aber es gibt Loot. Wow, nur so ein Shit? Ernsthaft? Ich würde mal gerne hier hoch. Was ist das denn hier? Wait. Warum sind die wieder aktiv? Gibt es nicht außerhalb der Signalreichweite? Ja, ja. Ich verlinke mich erstmal hier mit dem Ding. Vielleicht kann ich hier ein bisschen Geld raus snacken. 1, 2, 5. Ja, ich krieg eh nicht alles. Dann krieg ich halt nur die. Ist egal. Ich muss mal kurz mein Handy auf Seite schieben. So, Handy, so am Ladegerät auch dran tun. Haben wir alle Minen deaktiviert? Nein, da. Warum ist hier so ein Loch? Alter, sind hier viele von diesen Minen, ne? Und die geben alle schön XP. Oder? Geben die kein XP?
Egal, ich habe eh schon alle zerstört. Oh wait, da hinten ist noch einer. Ich habe keine Cyberdecks gerade, ne? Da hinten liegt noch ein Splitter. Boah, pass auf, da ist eine Mine. An der Scheune. Ja, Moment. Vor der Tür. Ehrlich. Hallo. Was denn? Scheiße, direkt hinter dir! Was denn? Mann, der Typ geht mir auf den Nerv. Was willst du denn von mir? River, schnell, komm her! Finde das Sicherheitskontrollsystem der Farm. Ach so! Ach du Scheiße, was hat der denn hier gemacht? Ja, ist schön, dass er da ist, aber ich muss noch kurz die Geschütztürme ausschalten. Das mache ich auf. Das ist sehr schön. Gibt nämlich ein bisschen XP. Hier dürfte eigentlich nichts drin sein. Hä, was ist hier? Hier geht's raus. Interessant. Gucken wir mal, ob der... So, nichts. Okay, sonst nichts. Doch, hier ist noch was. Und noch eine Waffe. Und, ah! Okay. Ich habe das Sicherheitskontrollsystem ausgeschaltet. Aber ich muss irgendwie nach unten. Ach, der hat einen Geheimgang vielleicht ausgelöst. Aber wo? Wo ist der Geheimgang? Ich finde hier keinen Geheimgang. Ich muss irgendwie nach unten. Hallo. So, jetzt bin ich hier oben und was jetzt? Ja, ich muss irgendwie in den Keller, aber ich weiß nicht wie. Hä? Wie soll ich denn in den Keller kommen? Da unten ist irgendwas zum Hacken. Sicherheitskontrollsystem der Farm. Da oben war irgendwas mit diesem Aufzug. Ja, okay. Aber ist doch 100% noch eine Secret Wand oder sowas. Vor allem dieser Knopf ist ja auch ultra. So, ich hab's jetzt eingeschaltet. Hab ich jetzt irgendwas getan?
Nö. Ist einfach nix. Hä? Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Badewanne? Warum hat die Badewanne denn hier was? Scheiße, was mache ich? Was muss ich denn machen? Fuck you hier. Na egal jetzt. Ich will es einfach nur da rein. Kann ich die mit Gewalt aufmachen? Nee. Oh, nicht so wichtig. So. Ist egal, wenn der mir nicht angezeigt wird. Fuck! Er lebt! Wir haben es geschafft! Schalt die Maschine aus! Sonst kann ich Randys Link nicht trennen! Randy! 10-52. Wiederhole 10-52 auf der Farm südlich der Stadt! Ja, schickt eine verdammte Armee! Ja, ich schicke die Koordinaten! Nein, nicht nur einen! Mehrere! Los, verdammt! Und Vorsicht vor dem automatischen Abwehrsystem! Es ist extrem! Schnell! Schalt alles ab! Ja, was denn? Diese verdammte Maschine aus, wie? Okay, alle abgetrennt. Die nach den anderen. Sie könnten noch leben. Mach ich. Na, hier passiert doch noch irgendwas. Randy? Hey, halt durch, Kumpel. Ich bin mit deinem Onkel hier. Alles wird gut. Ja, hallo, hier. Du lebst. Hey, ruhig bleiben. Jetzt wird alles gut. Okay. Das ist das weird und ekelhaft. Der Junge ist schon ein paar Tage tot. Fuck. Hilf mir mit Randy! Ja, warte mal, warte mal. Hier gab's aber noch einen. Auch tot. Hab keine Angst. Oh, nee. Wir holen dich hier raus. Du bist etwas dehydriert, aber alles wird gut. Ich krieg das Teil nicht auf! Hilf mir! Ich bin doch schon da. Tot. Oder? Lebt er? Also seine Augen bewegen sich. What the fuck? Was war das denn jetzt? Wir haben es geschafft, River. Ja. Haben wir. Aber für mich ist das noch nicht vorbei. Für den Terror, den er verbreitet hat, muss dieser Bastard büßen. Ja. Was willst du machen? Ihn töten? Ja. Ihm das Leben mit bloßen Händen rausquetschen. Der Wichser muss sterben. Ich mach mit. Ich will den Wichser auch tot sehen. Danke für dein Verständnis, V. Aber das ist nur zwischen mir und Harris. Ich nutze jetzt das Chaos und erledige ihn auf meine Art. Aber denk dran,
Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Jederzeit. Ich brauche nur etwas Zeit. Aber ich werde es mir merken. Wir sind bereit zum Abflug. Kommen Sie mit oder nicht? Wirklich, wie? Danke. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Keine Ursache. Uns melde dich, wenn du deine Meinung änderst. Oder einfach nur reden willst. Ja, das kannst du von mir aus machen. Aber auf ein Date gehen wir nicht. Damit das klar ist. Achso, schon fertig? Scheiße, nicht gut. Relic-Fehlfunktion, das ist ja toll. Gebiet feindlich. Hast du sowas schon mal gesehen? 8 Jahre als Polizist. Und nichts war auch nur annähernd so krank wie das. Okay, gut. Komme ich jetzt hier irgendwie weg? Ah, da ist zum Glück ein Reisepunkt. Was will ich da? Nee, das will ich nicht machen. Was ist das? Nebenmission sehr niedrig. Okay. Machen wir mal. Hier müsste jetzt irgendwo ein Reisepunkt sein. Da. Das war sehr weird. Also diese ganze Quest, die war sehr... Ja. Keine Ahnung. Wir gehen mal zu dieser Quest. Mal gucken, was sie uns bringt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich krieg einfach keine Questangabe. Und sie ist weg. What? Hä, was ist denn das für... Ich reg mich nicht auf über diesen Scheiß. Was bist du? Söldner. Ja, komm, wir gehen mal Söldner spielen. Wir sind ja direkt an einem Reisepunkt. Ja. Dann reisen wir halt wieder. Ich weiß nicht, was das für komische Bugs sind. Oh nein, schon wieder auf diesen Cherry Blossom Markt. Der ist zwar ganz schön, aber den habe ich jetzt auch schon genug gesehen, sage ich mal. So. Warum ich so laufen muss, weiß ich auch nicht. Was übrigens auch neu ist, was mir auch jetzt auffällt, der Ausdauerbalken ist jetzt viel dicker, oder? Ich meine, der war vorher, war da nur so ein kleines Ministrichchen. Ja, so wie gerade. Hä? Jetzt ist der wieder normal. What the hell? Und warum? Keine Ahnung, was da los ist. 70 Meter, warum? So. 300 Meter fahren wir natürlich. So, es geht viel schneller. Kürzung. Dieses Wakako. Nicht während dem Springen anrufen. Ich habe eine große Aufgabe für dich. Der Netrunner lebt noch. Aber was mit dir geschieht, ist eine Frage der Zeit.
oder deiner Diskretion. Bugbear ist in Ned gefangen. Wenn sie rauskommt, stehen die Tiger Claws bereit, um sie in der Luft zu zerreißen. Kommt sie nicht raus, sind ihre Synapsen bald frittiert. Es kommt auf dich an, Bee. Details findest du anbei. Ja, wir werden alle gehen. Vergiss nur nicht, es mitzubringen. Geht einfacher so. Ich finde es voll lustig, dass sie mich überhaupt reingelassen haben hier. Also, dass ich hier so easy reinkommen konnte. Ohne irgendwas zu machen. Ja, verringern die Körpertemperatur. Mache ich mal, ne? Da steht der Dammit. Kann ich hier runter? Schub's mich nicht. Was stimmt mit dieser Scheißgegend nicht? In den Kofferraum. Ja, okay, easy, ne? Ja, Makako. Gut gemacht, meine Liebe. Ich bin zufrieden. Wir hören voneinander. Auftrag abgeschlossen. Ja. So, dann hast du deinen komischen Netrunner da zurück. Und ich kann weiter meine Mission machen. Wir gehen das Auto da kaufen. Und hier ist noch ein Überfall. Das ist genau geradeaus. Wo ist mein Auto? Mein Auto ist weg. Das stand doch da. Unter Helm. Kannst du mal schneller fahren? Gott, der baut ja ultra lang. Oh, da laufe ich ja schneller. Ich bin froh, dass die nicht gestorben ist, als die runtergefallen ist. Ah. Vor allem das Funnige war, dass da hinter uns auf einmal so ein Ding gespawnt ist. So, ihr seid das. So, kriege ich die mit einem Schuss? Erschließt sie, macht sie kalt! Jo, das war's schon. War jetzt nicht gerade, sehr krass. Ja. War schon langweilig. Ich finde es voll gut, dass ich einfach vier Leute mit zwei Schüssen erledigt habe. Oh. Ja, komm, holen wir uns noch die drei Punkte hier. Da. Was ist das für ein scheiß Ding, ey? Ach nö.
Achso, ich habe noch eine Chance. Nur easy. Aber mit so viel Puffergröße ist das halt echt praktisch. Dass du einfach zwei, drei Fehler dir leisten kannst. Wenn du Glück hast. Schon nice. So, hier ist ein Weapon-Laden. Da gehen wir mal rein. So. Sag mal, was du verkaufst. Ja, komm. Ja, wir springen. So, dich kann ich wegtun. Dich kann ich wegtun. Dich kann ich wegtun. Dich kann ich wegtun. Oh, wir haben eine neue Copperhead. Die kann nicht so viel mehr. Also wird sie verkauft. 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 Eine geile Ouvertüre. Besser als meine. Crit-Chance und Crit-Schaden. Ne, die hat nur Crit-Chance. Dann bist du auch verkauft. Verkauft, auch verkauft, auch verkauft. Du bleibst und der Rest ist verkauft. Die Ouvertüre ist schmu. Ja, ist alles schmu, 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 schmu. Alles schmu. Okay. Hier wollte ich das Tanto behalten. Warum, weiß ich nicht. Militär-Netrunning-Anzug. Ja, aber der ist, der ist schlechter, weil der hat nur zwei Slots und nicht vier. Die Schuhe, ja komm, scheiß drauf, verkaufe ich jetzt einfach den Anzug. Was bist du? Dich kann ich ersetzen mit, der einen vielleicht. Sonnenbrille mit 39. Mal gucken, welche Stärke von denen ist. Oh, Alkohol, nice. So, Alkohol weg. Der Verkäufer hat nicht genug Geld. Ich wollte eigentlich noch gucken, was der für mich hat, aber der hat nichts. Dann ist, ach ja. 6,693. Also der geht auf 39 runter. Was ist denn cooler, so eine Sonnenbrille? Oder dieses, wir könnten hier wunderschön Armadillo reintun. So, mal gucken, was jetzt noch stärker ist. 160? 162. Ja, okay. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Den zerstören wir. Kriegen wir nämlich das Armadillo und hier kriegen wir das Schrott-Armadillo raus. Moment, das kann ich auch direkt zerstören. So. Gut. Hose brauchen wir nicht. Hier haben wir auch alles. Was haben wir hier noch? Ach, diese Fenrir. Wir hätten noch einen Point zu vergeben. Ja, hier wäre natürlich schön, wenn wir so schnell wie möglich auf das Herstellen von legendären Waffen gehen. Ne? Das ist eigentlich so das Ding, was ich haben will. Konstitution ist auch nicht schlecht. Ich müsste eigentlich auch echt mehr die anderen Sachen machen, aber ich will einfach dieses Legendary Gewehr haben. Ich will dieses legendäre Ding haben. Warte, ich wollte noch gucken, was der für Waffen an sich hat. Sag mal, was du verkaufst. Neue Kundschaft? Ja, komm weg. Also. Ich will wissen, was du so hast. Eine Carnage, die ist aber schmu. Was ist das? Eine M irgendwas. Eine Tech-Pistole, kann aber kein Schalldämpfer. Eine Machete mit 1600 Damage, alles klar. Wir haben nur noch 119 Schuss. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Dann kaufen wir mal die ganze Munition hier. Oh, das sieht schon besser aus. Das sieht schon viel besser aus. Was bist du? Rückstoß. Kritische Trefferchance. Mhm. Nicht tödlich. Legendäre Komponenten. Granate. Liberty. Einfach nicht so wichtig was. Ne? Das ist alles jetzt... Ne? Oh.
Ne. Du bist Schmu. Schmu. Hier kriegst du noch das hier. Und noch den hier und den hier und den hier. Das ist noch ein bisschen Schmu. Hier kriegst du den Schmu noch. Was ist, haben wir hier noch? Das ist auch noch Schmu. So viel Schmu hier. Ja. Okay, dann gehen wir dieses komische Auto kaufen. 22.000, das ist jetzt nicht so viel. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Ach, das ist ein Motorrad. Okay. Bis dahin, haut rein und ja. Tschüss.